Hier in Bludenz finden von 11. bis 15. November die Special Olympics statt. Herr Olsen, wie viele Leute werden daran teilnehmen? Das ist zum ersten Mal, dass die Special Olympics European Floorball Cup ausgetragen wird. Und wir erwarten 10 Mannschaften aus die 58 Programme in Europa. Das heißt ungefähr um die 100 Sportler und Sportlerinnen plus ihr Trainer und Trainerinnen wird dann nach Bludenz kommen. In was für Bewerben werden Sie gegeneinander antreten? Floorball ist in Hockey situiert, ne? Und das heißt, ne, wir werden dann den Floorball Cup austragen. Sonst keine anderen? Nein, das ist nur Floorball. Hat Österreich hier immer gute Chancen im Floorball oder sind da andere Nationen besser? Wir haben ja gerade im Hockeybereich große Traditionen, ne, und ich glaube auch, dass wir hier im Floorball, ne, eine gute Möglichkeit hätten, ne, eine Medaille zu bekommen. Welche Nationen sind denn vertreten? Das sind Dänemark, das sind Deutschland, das sind Schweiz, Liechtenstein, Irland, das sind Russland dabei und Österreich und Dänemark. Wie werden die ganzen Sportler und wo werden sie untergebracht? Die werden hier in Bludenz untergebracht, in Valbluh bzw. im Schlosshotel und wird dann jeden Tag, ne, in der Hauptschule hier in Bludenz, ne, in der Halle, ne, diesen Floorballspiel austragen.